Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Legend of Grimmorg. Wir begeben uns jetzt hier in die letzte Folge und werden jetzt versuchen, diesen hässlichen, miesen Würfel hier zu töten. Den Unsterblichen. Das wird ein ziemlich heftiges Unterfangen. Ich hoffe, es wird mir gleich mal am Anfang gelingen. Schauen wir doch einfach mal. So, begeben wir uns mal ins Portal und dann suchen wir mal den EG-Würfel. Da ist er auch gleich. Da können wir ihn mit dieser Blitzkanone hier einhalten und müssen ihm währenddessen immer wieder irgendwelche Teile klauen. Ja, was heißt hier irgendwelche Teile klauen, sondern die Teile klauen, die wir vorher eingepflanzt haben. Schauen wir mal, jetzt ist gerade hier ein bisschen doof. Jetzt muss ich den Raptor vorher noch töten. Der steht mir jetzt hier im Weg. Das muss ich mich allerdings ziemlich beeilen. Weil dieser dämliche Würfel gleich wieder angehen wird. Und dann wird er mich plattwälzen. Oh, das hat jetzt... da habe ich jetzt echt nochmal Schwein gehabt. Also damit habe ich es nicht mehr gerechnet. Ich gebe es noch einen Schlüssel. Frag den Teufel wozu. Ja. Jetzt bin ich hier erstmal abgestürzt. Okay. Ein Teil haben wir ihm entnommen. Ich mache jetzt hier einfach mal eine kurze Rast, fülle meine Leute wieder auf. Dann begeben wir uns wieder nach oben. Dann werde ich mal versuchen, ihm das zweite Teil zu entnehmen. Also wie gesagt, immer wieder muss man ihn nur mit dieser Pistole kurz treffen. Er hält ein, ihr klaut ihn ein Teil, schmeißt es weg. Könnt ihr eigentlich auch liegen lassen, er kann es nicht wieder aufsammeln. Ich schmeiße mal gerne in die Grube rein. Sicher ist sicher. Und wenn ihr alle vier Teile von ihm gestohlen habt, dann könnt ihr Schaden zu ihm zufügen. Also könnt ihr ihn mit Feuerbällen und euren Äxten und Schwertern und was auch immer bearbeiten. Im Nahkampf seid allerdings vorsichtig. Der Typ macht euch ziemlich schnell platt. Also der rollt euch drauf, beziehungsweise würfelt auf euch drauf. Oh, das wäre mir jetzt fast passiert. Und dann ist das Spiel ja sofort erledigt. Euer Rüppel ist dann platt. Dann gucken wir mal. Jetzt kommt er um eine Ecke, ihr würfelt. So, knallen wir da hier mal drauf. Schön. Jetzt haben wir schon drei Teile weg von ihm. Das Einzige, was ich noch brauche, ist jetzt das kleine Zahnrad. Wollen wir nochmal schauen, mit ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück, ja, mit ein bisschen viel Glück hätte ich jetzt gehabt. Hat allerdings nicht geklappt. Gebe mich jetzt einfach mal hier in die Mitte. Killen wir mal das Viech nochmal schnell. Dann müsste er gleich auf mich zugewürfelt kommen. Allerdings wäre es jetzt auch Blödsinn. Oh, jetzt springt mir dieses blöde Vieh dazwischen, ey. Dämliches Mist, wo bist denn du hin? Komm doch mal her hier. So. Schönes Ding. Und hier haben wir das kleine Zahnrad. Jetzt haben wir ihm alle Teile abgenommen. Ab jetzt können wir Schaden verursachen. Das heißt, wir versuchen jetzt hier so schnell wie möglich das Vieh Platz zu kriegen. Bevor hier noch irgendwelche dämlichen Recken um die Ecke kommen und dann zusätzlich, sag ich mal, das Ganze hier etwas schwerer machen. Oh, jetzt muss ich mir beeilen. Das hätte schon mal fast geklappt. Hätte er mich platt gewürfelt. So, ein kleines bisschen Konzentration jetzt nochmal und dann sollten unsere vier Recken... Oh scheiße, das war knapp. Das war jetzt echt scheiße knapp wieder. Ja, dann sollten jedenfalls unsere vier Recken hier ihr Quest beendet haben. Die Freiheit ist in greifbarer Nähe. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach mir mal nicht so kompliziert und werde jetzt schnell nochmal in so eine Grube hier reinspringen, um meine Gruppe nochmal etwas rasten zu lassen. Weil am meisten Schaden verursacht ja wirklich der Feuermagier auf dieses dämliche Vieh. Nun raste doch mal, ihr Idioten. Wir sehen uns dann gleich, Freunde. Da sind wir dann wieder zurück. Jetzt werde ich mich mal schnell wieder zu dem Portal begeben. Denn hoffentlich nicht in irgendeine Monsterhorde reingeportet werden. Ja, ich werde leider doch in eine Monsterhorde reingeportet. Ich will doch nur zum Würfel. Ich höre schon. Ah, da kommt doch wieder eingewürfelt. Wunderbar, das hat ihn jetzt zerledert. Das Ding blitzt, es funkt. Jetzt müssen wir nur noch schnell genug hier diesen Viechern ausweichen. Jetzt kommt hier eine ganze Front auf mich zu. Ey, haut ab, Jungs. Hauptzeug. Ey, das Ding ist zu Ende hier. Das Morden hat ein Ende. Aber ey, der Berg fängt jetzt an zu beben. Oh ja, ich verpiss mich einfach mal schnell hier hin. Jetzt soll es hier gleich ziemlich weiß werden. Es wird weiß. Und die Endszene läuft ein. So, da haben wir jetzt nochmal ein schönes Bildchen. Da sieht man, wie der Berg zusammenkracht, wie unsere vier Typen da immer noch doof rumstehen. Und rumliegen. Keine Ahnung warum. Weil der Berg bebt, es blitzt, es explodiert. Der Würfel steht in Flammen. Ey, der sieht aus wie eine Werkstatt, wenn ich die verlasse. Jetzt hier der Berg nochmal von außen. Ein fetter Wirbel drumherum. Kurz vor dem Explodieren. Ja, unsere vier Kollegen haben sich ja doch mal anders überlegt. Ein riesen Blitz schlägt ein.
Also, wie man sehen könnte, der hatte wirklich Power. Der hat einen riesigen Krater hinterlassen. Also, jetzt wisst ihr, wie der Grand Canyon entstanden ist. Alter Schwede, das sieht aus, als ob der eine Atombombe eingeschlagen hat. Und da haben wir ihn nochmal, den Unsterblichen. Er fühlt sich ja immer noch ziemlich wohl in seinem Zahnrad. Es wird ja auch bald einen zweiten Teil geben von diesem Spiel. Naja, vielleicht wird die Geschichte ja dann mal weiter erklärt, warum der immer noch in seinem Zahnrad sich so wohl fühlt. Aber gut, Freunde, das war's dann jetzt erstmal zum ersten Teil. Ich bedanke mich an alle Leute, die sich das hier angeguckt haben, die sich diesen ganzen Blödsinn angetan haben. Ich werde mal gucken, was ich jetzt als nächstes Projekt mache. Ich habe mir schon was überlegt. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin. Ciao.